Hey, komm her. Was ist das? Das ist mein Nachbar. Hey, einer von den Hunden hat eben seinen Käfig verlassen. Gehst du nicht hin und sagst guten Tag? Tja, ja, ich schätze, das könnte ich. Ja, weil das wäre der perfekte Zeitpunkt. Wenn du jetzt hingehst und mit ihm redest, könnten wir sehen, wie er so ist, weißt du? Und geh schon. Du könntest auch hingehen und guten Tag sagen, finde ich. Ja, aber es ist dein Nachbar. Ja, es ist genauso gut dein Nachbar. Aber ich bin viel weiter. Du bist quasi Zaun an Zaun mit ihm. Es ist also ja, dein... Ja, aber wir wohnen alle im selben Block, also du könntest auch gehen. Nein, wir leben alle in derselben Stadt, aber du bist sein direkter Nachbar. Wenn er sich hier etwas borgen wollte, dann würde er zu dir rumkommen. Ja, ja, aber er ist jetzt zu beschäftigt. Nein, sieh mal, er ist nicht beschäftigt. Oh, jetzt geht er wieder ins... Geh jetzt, ich meine, wenn er... Sieh doch mal, er geht wieder rein. Wenn du guten Tag sagen würdest, dann würde das... jetzt geht er ins Haus. Wir werden ihn verlieren, weil er... Jetzt ist er schon wieder... Siehst du, Mann, jetzt hast du es vermasselt, nicht? Nein, nicht vermasselt. Doch, hast du. Er ist in sein Haus gegangen. Feiges Huhn. Ich bin kein